Hallo und herzlich willkommen zum Wochenausblick. Es wird sich wieder turbulentes Wetter einstellen in der kommenden Woche, vor allem so in der ersten Wochenhälfte mit teilweise wieder kräftigen Schauern und auch Gewittern. Am Montag, da wird sich zunächst mal noch nicht viel tun. Im Großen und Ganzen bleibt die Teilung erhalten, wie wir sie auch schon aus den vergangenen Tagen kennen, mit einem eher sommerlich warmen Süden und einem wechselhaften und kühleren Norden. Wir schauen aber dann mal auf den Dienstag, wo sich dann was tun wird beim Wetter, denn es kommt von Südwesten her, von Frankreich dann in den Süden und in den Westen schwülwarme und teilweise eben auch gewittrige Luft hinein. Richtung Nachmittag und Abend können sich dann teilweise kräftige, örtlich durchaus unwetterartige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen bilden, die sich dann in der Nacht zum Mittwoch wahrscheinlich auch weiter nach Norden und Osten ausbreiten werden. Damit wird eben richtig sommerlich warme und eben sehr schwüle Luft herangeführt, durchaus eben 25 bis örtlich 30 Grad im Süden und Westen, die dann wieder zu erwarten sind. Am Mittwoch, da wird sich dann eine Teilung einstellen mit einer wahrscheinlich Luftmassengrenze, die sich entwickeln wird. Da können dann auch am Donnerstag noch weitere kleinere Tiefdruckgebiete entlangziehen. Und da ist es nicht ganz klar, wie weit eben die sommerlich warme Luft dann schon Richtung Osten verdrängt wird. Denn tendenziell besteht aber am Mittwoch eher die Gefahr unwetterartiger Gewitter noch eher so Richtung Osten und Südosten, aber auch sonst können teilweise kräftige, schauerartige Regenfälle örtlich auch mal mit Blitz und Donner durchziehen. Also das Ganze gilt ähnlich auch für den Donnerstag, wobei eben am Donnerstag wahrscheinlich die wärmste Luft weiter Richtung Osten bzw. aus dem Osten heraus verdrängt wird. Damit kann es dann vor allem auch große Regenmengen geben. Ich habe hier mal die Summenkarte vorbereitet, die die Niederschlagssummen bis Donnerstagabend zeigt. Durchaus eben stellenweise 70 bis 80, örtlich eben auch mal 80 bis 90 Liter pro Quadratmeter, die da zusammenkommen können. Stellenweise durch Gewitter sind auch durchaus noch mal größere Mengen möglich. Der grobe Trend dann Richtung zweite Wochenhälfte bzw. Richtung kommendes Wochenende ist eher ein Tiefdruckgebiet über Skandinavien. Die Strömung dreht wahrscheinlich mehr auf westliche, teilweise vielleicht sogar nordwestliche Richtung. Damit würde dann eben doch deutlich kühlere Luft heranwehen und sich das Wetter doch im Großteil des Landes eher wechselhaft gestalten. Da müssen wir natürlich mal die nächsten Tage noch genau drauf schauen. Wir halten euch bei Kachelmann Wetter auf Twitter, auf Facebook und bei uns im Wetterkanal natürlich auf dem Laufenden. Dann wünsche ich eine schöne neue Woche und sage bis zum nächsten Video und ciao.